Online-Banking ist aus dem Geldleben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Über 8 Millionen Menschen gehen schon mit George durch ihr privates Geldleben. Bestimmt ist auch der eine oder andere von Ihnen, liebe Zuhörende, da bereits begeistert von George. Jetzt geht George noch einen Schritt weiter und ist auch für Unternehmenskundinnen da. Mein Name ist Martina Gröss und ich plaudere heute in Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr mit Dr. Oliver Köpfel, Vorstandsmitglied, und Mario Kordic, Betreuer im Corporate Banking, über George Business. Und im Sinne von Hey George sage ich Hey Oliver, Hey Mario, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Dankeschön, freue mich, da zu sein. Oliver, für dich sind Innovation und Weiterentwicklung besonders wichtig. Online-Banking ist ein Instrument dazu, das Finanzleben zu erleichtern, und ständige Innovation ist in diesem Bereich notwendig. Mit George Business für UnternehmerInnen ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft gelungen. Bitte erzähl uns daher einfach, was ist George Business eigentlich und wer hat die Möglichkeit, den brandneuen Zugang zu unserer Sparkassenfamilie zu nutzen? Ja, George Business ist für mich die logische Erweiterung unserer George-Welt in Richtung Corporate Banking-Kunden. Also jede Kundin, jeder Kunde, die ein Unternehmen hat, der ein Unternehmen hat, kann George Business künftig nutzen. Natürlich wird es auch möglich sein, so wie bisher, dass man das normale George in kleinen Unternehmen nutzt. Das muss man sich im Einzelfall anschauen, was dann einfach die bessere Lösung ist. Bisher hatten wir ein System Telebanking Pro. Und wenn ich es politisch unkorrekt ausdrücken darf, Telebanking Pro hatte vielleicht ein bisschen den Flair der DDR, der alten, im Vergleich zu George. Diesen Gap können wir jetzt schließen, und da freue ich mich sehr drauf, dass hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten möglichst viele unserer Kundinnen das genießen. Das heißt, quasi auch geschichtlich in die Zukunft wirklich ein sehr, sehr großer Schritt mit George Business gelungen. Ich glaube, dass es einfach von der Freude, die man hoffentlich haben wird, mit George Business zu arbeiten, ein großer Schritt ist. In den Funktionalitäten werden noch viele weitere Schritte folgen. Das ist einer der großen Vorteile von George Business. Es ist ein System, das in verschiedenen Ländern genutzt wird. Mhm. Das bedeutet, dass auch die Investitionsmöglichkeiten in das System ganz andere sind. Und das wird sich bemerkbar machen, dass de facto jedes Monat, zumindest jedes Quartal, neue Funktionen, verbesserte Funktionen, Reduktion von Fehlern, die es immer gibt, in jedem System der Welt spürbar sein wird. Und ich freue mich auch auf viel Feedback von unseren Kundinnen und Kunden und kann Ihnen garantieren, dass das Feedback auch in die Weiterentwicklung einfließen wird. Mario, du bist heute das erste Mal zu Gast bei Cashflow. George Business wird eben auch für viele unserer NutzerInnen neu sein, so wie der Oliver schon gesagt hat. Und daher zuerst einmal auch zu dir: Wer ist jetzt Mario Kordic? Was treibt dich an und wie begleitest du deine Kundinnen im Corporate Banking beim Schritt vom Bekannten ins Neue? Ich bin seit knapp etwa oder ein bisschen über 20 Jahren mittlerweile in der Sparkasse. Durfte ursprünglich in der Privatkundenbetreuung beginnen, habe aber relativ schnell festgestellt, dass mich das Firmenkundengeschäft reizt, und mache das jetzt auch schon einige Jahre lang von der Pike auf, sozusagen von den Geschäftskunden bis jetzt seit Beginn 2020 im Corporate Banking. Und wer ist Mario? Mario ist ein Mensch, der ein Faible für Kitesurfen und Unternehmen hat, ja. die Begleitung unserer Kundinnen beim Schritt vom Bekannten ins Neue. Ich denke, das ist für jeden Menschen immer eine gewisse Herausforderung, von etwas Bekannten in was Unbekanntes oder in was Neues hinein. Und dabei ist es einfach wichtig, die Fragen, mitunter auch die Sorgen und Anliegen unserer Kundinnen einfach entsprechend ernst zu nehmen und professionell abzuarbeiten bzw. auszuräumen. Da Oliver schon gesagt, also George Business wird sich weiterentwickeln, wird jedes Monat wird es was Neues geben, eine Verbesserung geben, eine Lösung geben. Du hast auch gesagt, Sorgen, Anliegen der Kundinnen ernst nehmen. Was sind jetzt zuerst die Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt mit George Business?
Bei mir ist es so, dass ich in den letzten, eigentlich im ganzen letzten Jahr auch involviert war, sehr stark auf Österreich-Ebene in die Vorbereitung des Rollouts. Und ja, dadurch habe ich das Glück gehabt, dass ich schon Dinge gesehen habe, die unsere Kundinnen jetzt erst in den nächsten Monaten erleben werden. Und ja, ich muss sagen, wir hatten hohe Erwartungen im Vorfeld, wie wir uns entschieden haben, George Business zu entwickeln. Und meine persönlichen Erwartungen werden schon super, super erfüllt. Und sind eben garniert mit der Vorfreude, dass es immer wieder dann nächste Schritte geben wird. Also ich bin sehr optimistisch, dass, so wie es uns mit dem George für Privatkunden gelungen ist, auch George Business künftig die Benchmark am Markt sein wird. Und ja, das ist was Cooles. Meine Erfahrungen aus der Vertriebsseite sind ganz unterschiedlicher Art, aber durchwegs positiv. Unterschiedlicher Art insofern, als dass es auch unter meinen Kundinnen und Unternehmern digital affinere Menschen gibt und auf der anderen Seite auch wieder Kundinnen und Unternehmerinnen, die mehr Unterstützung brauchen. Die Erfahrungen in Summe sind sehr positiv, es wird sehr gut angenommen von unseren Kunden und ich hätte jetzt persönlich keine so massiv negative Rückmeldung erhalten, die wir nicht auch unter Zuhilfenahme unserer Support-Teams, unseres Digital-Services und unserer Spezialisten im Haus bewältigen hätten können. Oliver, du hast vorhin schon gesagt, in George Business steckt quasi sehr viel Entwicklungschance, auch über verschiedene Länder hinweg. Das heißt, diese Community, die George Business nutzen kann, ist sehr, sehr groß. Wenn du jetzt eben auch auf diese Entwicklungsphase zurückblickst, jetzt ist das Online-Banking sowieso etwas, das sehr, sehr stark genutzt wird, das immer stärker auf dem Vormarsch ist. Was sind dann so die besonderen Vorteile von George Business? Ich glaube, das, was der Hauptvorteil von George Business ist im Vergleich zu bisherigen Systemen im digitalen Banking bei Firmenkunden, egal ob in der Sparkassenwelt oder in anderen Banken. Der Hauptvorteil ist einfach diese extrem intuitive Art, wie man das Tool nutzen kann. Das ist etwas, was wir kennen aus anderen Lebensbereichen. Die meisten von uns verbringen zu viele Zeit ihres Lebens mit dem Smartphone in der Hand und nutzen verschiedenste Applikationen. Und mir geht es zumindest so, es gibt teilweise neue Dinge, die man kennenlernt, wo man sich von der ersten Sekunde weg wohlfühlt, wo man sich nicht einlesen muss, sondern wo man relativ schnell einen persönlichen Vorteil hat aus der Nutzung eines Apps, eines digitalen Instruments. Und dann gibt es vielleicht theoretisch tolle Apps, wo man nicht hineinfindet. Und für mich der wesentlichste Vorteil von George Business ist, dass egal wie digital affin man ist, wenn man grundsätzlich willens ist und es gewohnt ist, mit am Smartphone und mit dem eigenen Computer Dinge zu tun, da wird man sich sehr schnell in George Business zurechtfinden. Auch wenn man es vielleicht nicht jeden Tag nutzt. Es gibt ja auch Kundinnen und Kunden, die das System nicht jeden Tag nutzen werden. Und da ist diese Frage besonders wichtig. Also das steht für mich weit über einzelnen Funktionalitäten. Da kann man immer vergleichen und diskutieren, wie wichtig ist welche Funktionalität. Zentrum eines digitalen Bankings wird immer der Zahlungsverkehr sein, egal ob für Privatkunden oder für Unternehmerkunden. Und da wird es vieles anderes geben in George Business, aber drüber steht eben diese Art und Weise, wie präsentiert sich George Business und wie kann ich damit arbeiten. Und das wird hoffentlich begeistern. Das heißt also, dass diese intuitive Nutzung von George Business, die wir im Privatkundenbereich von George schon kennen, siehst du als einen der größten Vorteile, denn es erfordert nicht, dass sich der Kunde, die Kundin jeden Tag intensiv damit auseinandersetzt, sondern es so nutzen kann, wie er oder sie es individuell braucht. Genau, man kann sozusagen es vielleicht leid nutzen, wenn ich das so bezeichnen darf, und hat trotzdem eine Freude damit. Und auf der anderen Seite gibt es extrem viele Dinge, die man halt entdecken muss und wo wir als Sparkasse auch gefordert sein werden, die Kundinnen und Kunden auf dieser Entdeckungsreise zu begleiten, damit sie sozusagen die vollen PS aus George Business rausholen können. Und das wird hoffentlich nicht nur den Kunden, sondern auch unseren Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb eine Menge Spaß bereiten. Jetzt hast du gerade gesagt, auf Entdeckungsreise gehen. Mario, wenn jetzt die Kundinnen zu dir kommen, um mit dir auf Entdeckungsreise zu gehen und George Business einzurichten oder eben zu nutzen, was sind denn da häufige Fragen, die aufkommen? Die häufigste Frage, mit der ich konfrontiert bin, ist sicherlich die Frage nach der
Umstiegshürde, so würde ich es jetzt mal nennen. Wie aufwendig, wie kompliziert ist ein Umstieg aus einem bestehenden, bereits im Unternehmen etablierten System? Macht ein bisschen einen Unterschied, aus welchem System kommt das Unternehmen wirklich. Natürlich kommt auch die Frage nach dem Pricing, wo man dazu sagen muss, dass es für unsere Kunden keinen Mehraufwand, auch nicht, was die Kostenseite betrifft, mit sich bringt. Und der Umstieg ist in Wahrheit super easy. Also ich habe bereits eigene Kunden, die in George Business unterwegs sind, die auch vorher in Telebanking Pro schon sich gut zurechtgefunden haben, und für die war der Umstieg in wenigen Mausklicks erledigt. Der Oliver hat schon den Zahlungsverkehr erwähnt. Was würdest du als Schlüsselfunktion herausstreichen? Ich würde jetzt auch gar nicht so sehr auf die technischen Features hinfokussieren. Ich denke, dass die wichtigste Funktion oder die wichtigste Neuerung bei der ganzen Plattform ist, dass sie web-based ist. Das heißt, keine Installationsnotwendigkeit mehr, keine Update-Notwendigkeit, und in einer mobilen, dynamischen Welt einfach unseren Unternehmerinnen die Möglichkeit bietet, von überall, egal zu welcher Tageszeit, ihr Banking zu erledigen. Das heißt, Banking, wann ich will, wo ich will und wie ich will. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, auch mit dem Riesenvorteil, dass ich, wenn ich privat George nutze und in meiner Firma George Business nutze, dass ich das Gefühl habe, dass das eine Welt ist. Das ist etwas, was in den letzten Jahren oft uns Kunden rückgemeldet haben, dass sie privat begeisterte George-Nutzer sind, aber Telebanking Pro halt als eher altmodisch wahrgenommen wird, und das hat geschmerzt. Das war eine richtige Rückmeldung, die geschmerzt hat, und das, glaube ich, wird einfach eine andere Durchgängigkeit ermöglichen zwischen dem privaten Geldleben und dem, was ich in meiner Firma mache. Ob ich dort jetzt der Eigentümer bin, Geschäftsführer oder vielleicht ein Mitarbeiter im Finance-Bereich. Du hast vorhin die Entdeckungsreise auch schon erwähnt. Jetzt ist George Business quasi gerade erst aus der Wiege gehoben worden. Du hast einige Dinge schon erwähnt, die in Zukunft noch auf uns zukommen werden. Was wird jetzt uns in der Zukunft noch alles erwarten? Wie wird es weitergehen? Das Schöne an der Zukunft ist ja, dass sie doch ein bisschen eine Reise ins Unbekannte ist. Und da haben sich auch die Dinge einfach geändert in den letzten Jahren. Früher mal mussten wir 2, manchmal 3 Jahre vorausplanen, welche Funktionen werden wann in eine Software integriert werden, weil einfach die Entwicklungszyklen so lang waren. Momentan wissen wir das nicht im Detail. Es gibt natürlich Planungen, es gibt Überlegungen, es gibt Ideenlisten, aber im Endeffekt lebt es davon, was nehmen unsere Kundinnen und Kunden an, welche Funktionalität wird wirklich genutzt, welche Rückmeldungen bekommen wir, und es wäre aus meiner Sicht ein schwerer Fehler, wenn man sich über das hinwegsetzen würde und einfach stur einen Investitionskatalog abarbeitet. Ich habe schon erwähnt, dass George Business auch in anderen Ländern im Einsatz ist. Es ist auch so, dass manche Funktionen in manchen Märkten genutzt werden, in anderen auch nicht, weil die Menschen halt unterschiedlich sind, Gott sei Dank. Und deswegen haben wir auch hier keinen starren Entwicklungsplan. Wir fokussieren uns immer auf das, was in den nächsten Monaten passieren wird, lernen daraus, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden, und dann geht's in die nächste Schleife. Also so wie du vorhin schon gesagt hast, die Rückmeldungen der Kunden, Kundinnen, die du bekommst, so auch wie der Mario gesagt hat, die Sorgen und Anliegen ernst nehmen und aus diesen ganzen Dingen, die dann eben auch dem Markt und dem Wunsch vom Markt entsprechen, einfach weiterentwickeln, weiter wachsen, weiter groß werden. Eine Funktionalität, mit der wir uns momentan in der Entwicklung stark beschäftigen und auch da schon beim Entwickeln viel lernen, ist unser Plan, dass wir Kunden besser als bisher Informationen über ihr Rating geben wollen. Das ist für gute Unternehmerinnen und Unternehmer immer ein Thema: wie sieht mich meine Bank, wie werde ich geratet, wie wird meine Bilanz, meine Wirtschaftlichkeit von der Bank beurteilt, und wir möchten auch in George Business hier entsprechend transparente Informationen zur Verfügung stellen. Wann das genau in den Rollout gehen wird, kann ich nicht sagen, aber es ist etwas, mit dem wir sehr intensiv arbeiten, wo es auch viele, viele Dinge zu meistern gibt. Also das ist ein Schwerpunktthema, das in George Business in der näheren Zukunft verwirklicht werden soll. Also diese Transparenz, die du schon erwähnt hast, wirklich als partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Steiermärkischen Sparkasse und den Unternehmenskundinnen und Kunden. Oliver, wenn du unseren Zuhörenden noch etwas mit auf den Weg geben könntest, was wäre das heute?
Ja, geh jetzt mal weg vom unmittelbaren George Business. Das Jahr 2023 hat bald jetzt ein Quartal hinter sich und das, was wir uns alle gedacht haben im Herbst und im Winter, bewahrheitet sich. 2023 ist, was die ökonomischen Rahmenbedingungen betrifft, kein leichtes Jahr. Wir haben nach wie vor sehr hohe Inflationsraten, in Österreich höher als in anderen Ländern der EU. Wir haben steigende Zinsen, zwar jetzt im Langjahresvergleich keine dramatisch hohen Zinsen, aber halt stark steigende Zinsen. Und beides in Kombination führt dazu, dass Geschäftsmodelle gestresst werden. Und mein großer Appell ist, lassen wir uns nicht beirren von diesen Rahmenbedingungen. Wenn möglichst viele Unternehmen es schaffen, auch in so einem Umfeld, in so einem schwierigen Jahr ihren Weg zu gehen, dann ja, hilft das massiv. Das ist das beste Rezept, die beste Medizin aus der Krise heraus. Viele Unternehmen in der Steiermark denken momentan drüber nach, über Investitionen, haben Gedanken und Pläne, inhaltliche Pläne für Investitionen, sind sie aber unsicher über das Timing. Sind sie nicht sicher, ist heuer die Zeit, soll man eher warten. Und mein Appell, meine Hoffnung ist, hoffentlich finden viele dieser Investitionen, die schon teilweise fertig sind, im Geiste und auch am Papier, hoffentlich finden die in der Praxis bald statt, weil die werden unseren Wirtschaftsstandort weiterbringen und das brauchen wir gerade in diesen Zeiten. Das heißt, Mut haben, offen bleiben und wirklich Dinge umsetzen, die man sich selbst überlegt hat und an die man glaubt. Genau, mutig sein, wenn die Sonne scheint, ist wichtig, aber nicht schwierig. In Zeiten wie diesen mutig zu sein, da trennt sich es ein bisschen. Und ja, ich hoffe, dass wir diesen Mut aufbringen gemeinsam. Mario, du hast vorhin, wie wir geplaudert haben, schon über Offenheit auch gesprochen. Und wenn jetzt George Business hier zwischen dem Oliver und dir sitzen würde, was wäre ihm wichtig, was würde er unseren Zuhörenden und unseren Kundinnen und Kunden heute mitgeben? Also würde der George Business jetzt hier zwischen uns sitzen, glaube ich, dann hätte er jetzt die letzten Sätze vom Oliver massiv nickend bejaht. Weil ich bin überzeugt, dass auch George Business sich genau das wünschen würde, mit Offenheit und mit Neugier auf Neues diesem noch nicht Bekannten begegnen. Und ich denke, das würde sich George Business von unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, aber mit Sicherheit auch von unseren Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen mit unseren Kunden darüber sprechen und sprechen werden, wünschen. Zum Abschluss lasst euch bitte noch auf ein kurzes Wortspiel ein mit mir. Ich nenne euch ein paar Begriffe und ihr sagt mir bitte einfach das erste Wort oder den ersten Satz, der euch in den Sinn kommt. Oliver, steirische Unternehmen. Sind sehr vielfältig und extrem resilient. Effizienz. Ist die Basis für erfolgreiches Wachstum. Und George Business. Ist hoffentlich bald die neue Benchmark am Markt für digitales Banking. Mario, wie sieht es bei dir aus mit Corporate Banking? Maßgeschneiderte Lösungen. Kundinnenbetreuung. Interessante Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Und George Business? Eine spannende Zukunft. Dankeschön für diese schönen Gedanken. Auf in die Zukunft, würde ich sagen. Danke, dass ihr heute das Gespräch mit mir geführt habt. Danke, dass ihr mit unseren Zuhörenden eure Gedanken geteilt habt. Gerade im Online-Banking ist kontinuierliche Weiterentwicklung notwendig und sehr wichtig und spart den NutzerInnen Zeit und oftmals auch bares Geld. Mit George ist ein intuitives und individuell gestaltbares Banking bereits für sehr viele Menschen im täglichen Finanzleben fixer Bestandteil. George Business bietet Ihnen das volle George-Erlebnis kombiniert mit den besonderen Ansprüchen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, für jede und jeden, der jetzt neugierig geworden ist, können wir von der Steiermärkischen Sparkasse gerne anbieten, als Betreuerinnen und Betreuer zur Verfügung zu stehen. Und wir stehen für gemeinsame Termine, gemeinsame Gespräche zur Verfügung und freuen uns auf jeden Kontakt. Oliver, Mario, vielen Dank, dass ihr heute das Podcast-Studio mit mir im Leben gefüllt habt und vielen Dank für die vielen Einblicke rund um George Business. Danke dir. Dankeschön.